Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Und wir befinden uns noch immer im freien Duell. Und nun gilt es wieder, Yono zu besiegen, also Yono 2. Zuvor allerdings gehen wir einmal zurück und schauen uns einmal dieses Menü nochmal an, also Passwort. Denn dort gibt es die Funktion, diese Kartennummer einzugeben, die unten links auf jeder Karte steht. Und ich möchte jetzt gerne mal nachschauen, wie teuer denn Megamorph wäre. Diese Karte würde ein Monster um 1000 Punkte verstärken. Das wäre echt super, aber ich denke mal, dass sie echt teuer sein wird. Ich bin mir da allerdings etwas unsicher. Vielleicht ist sie ja preisgünstig. Wer weiß das schon. So, mal schauen. Oh! 50.000. Gut, das können wir uns abschminken. Beenden. Diese Karte können wir uns nicht kaufen. Nein. Denn die kostet 50.000 Sternchips und wir haben leider nur 809. Ich denke, dann schauen wir uns die nächste Karte an, die ich gerne haben möchte. Das ist der schwarze Rotaugendrache. Die habe ich sogar hier vorliegen. Muss ich einmal abtippen. Das ist sehr klein auf der Karte. Meine Augen sind nicht sonderlich gut. Ich glaube, ich brauche bald eine Brille. Ich muss unbedingt mal zum Optiker. Bisher hatte ich noch keine Brille und hatte da eigentlich auch nie Probleme mit. Aber seitdem ich jetzt im Büro arbeite, habe ich da solche Probleme mit, so Sachen in der Ferne zu erkennen. Und ich glaube, es wird Zeit für eine Brille. Also bei Megamorph können wir uns nicht beschweren. Diese Karte ist unbezahlbar. Das ist ja fast eine Million. Alter Schwede. Gott, oh Gott. Gut, eine habe ich noch. Das wäre jetzt Drachenschatz. Und ich glaube, nach dieser Karte haben wir schon mal gesucht. Und ich glaube, dass die 800 kostet. Schauen wir aber nochmal nach. Denn wenn das tatsächlich stimmt, dann würden wir uns auch diese Karte kaufen. Das wäre eine sinnvolle Sache. Da. Ja, die kostet 800. Hört sich erstmal sehr teuer an. Aber ich glaube, das lohnt sich wirklich. Denn diese Karte verstärkt einen Drachen um 500 Punkte. Und das lohnt sich doch. Also, austauschen. Oh, die schönen Sternchips. Aber ist ja alles für einen guten Zweck. Daher mache ich mir da keine Sorgen. Das freie Duell wartet. Und wir gehen wieder auf Yono 2. Und machen wieder ein paar Duelle. Zuvor packen wir die Karte einmal rein. Aber welche Karte sollen wir dafür denn entfernen? Das ist die große Preisfrage. Omi? Gegen Magier der Wiesen kämpfen wir gar nicht mehr so oft. Und ja. Einmal Omi raus und dafür dann Drachenschatz rein. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Zwar benutzen wir den schwarzen Rot... den doppelköpfigen Donnerdrachen benutzen wir zwar oft, aber Omi aktivieren wir nicht mehr so oft. Daher ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, das so zu machen. Als erstes fusionieren wir den mächtigen doppelköpfigen Donnerdrachen. Vielleicht kann ich ja schon in dieser Folge die Wirkung von Drachenschatz zeigen. Die ist gar nicht mal so schlecht. Die kann uns sehr helfen, ein zweites Mal wäre auch ganz gut, wenn wir die Karte ein zweites Mal hätten. Aber dafür benötigen wir erstmal wieder 800 Sternchips. Oder wir gewinnen diese Karte, vielleicht von Pegasus. Dennoch kämpfen wir erstmal gegen Yono 2, um die Karte zu gewinnen, die wir gerade eben gesehen haben, und zwar der schwarze Rotaugendrache. Denn mit dem können wir mit der Hilfe vom Meteordrachen den mächtigen Meteorbi-Drachen fusionieren, den wir mittlerweile auch schon besitzen. Einmal. Aber ich glaube, den benötigen wir noch ein paar Mal mehr. Das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir den öfters hätten. So, Angriff! Und reicht das schon? Ja, das reicht.
Mal schauen, was wir nun gewinnen. Wie sieht unsere Ausbeute aus? Fragezeichen. Da, Spiel, Satz und Sieg. Und weißer Delfin. Nicht die beste Karte. Aber ich will mich nicht beklagen, denn die vorletzte Folge war sehr erfolgreich. Denn dort haben wir den mächtigen Meteor B-Drachen gewonnen. Und ich genieße das noch immer, das auszusprechen. So, in diesem Fall sieht das gar nicht mal so gut aus. Ich zeige euch mal Drachenschatz. Wir verstärken Fluch des Drachen. Er hat jetzt 500 Punkte dazu bekommen. Das ist auf jeden Fall stärker als sein schwarzer Rotaugendrache. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt machen wir direkt wieder einmal den doppelköpfigen Donnerdrachen. So, Angriff. Und mittlerweile gefällt mir unser Deck ganz gut. So, der Feinschliff, der fehlt noch. Aber bisher läuft das echt prima. So langsam, ja, entwickelt sich was. Und das ist doch schön, dass man die Veränderung erkennt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Teilweise hatte man ja so Momente und dachte, ja, da passiert ja gar nichts. Und ja, dennoch, jetzt läuft das ganz gut, finde ich. Ein paar neue Karten, ein paar wichtige Karten auch. Und mir macht das gerade richtig viel Spaß. Vor allem, wenn man ja so Fortschritte sieht, dann finde ich, macht das auch wieder viel mehr Spaß. Und man geht mit einer ganz anderen Sache hier rein. Sonst habe ich immer so gedacht, ja, jetzt müsste ich den Meteor B-Drachen noch mal endlich mal gewinnen. Aber es ist mir einfach nicht gelungen. Aber mittlerweile haben wir ihn. Also ist mir doch gelungen. Aber es hat halt sehr lange gedauert. Denn wir haben ja gegen Mage der Wiesen 200 oder noch mehr Duelle gemacht. Und gegen Yono nur 22 damals. Das heißt, damals war vor zwei Folgen. Und ja, so kann es laufen, ne? Gegen den einen braucht man 200 Siege und gewinnt den Meteor B-Drachen nicht. Und gegen den anderen braucht man 22 Siege und gewinnt ihn dann. Aber das ist alles, das ist immer Glück. Alles eine Glückssache. Und in diesem Fall hatten wir wohl Glück. Er greift an und zwar mit einer schwächeren Karte und erhält somit einen satten Schaden. So, dann spielen wir den schwarzen Magier und greifen auch schon an. Noch einmal. Und somit ist er gleich schon besiegt. Also im nächsten Spielzug. Damals ist immer so ein Wort, ne? Das hört sich immer so heftig an, als wäre das vor 5 Jahren gewesen. Bisher haben wir noch nicht fusioniert. Also in diesem Duell. Das ist ganz cool. Schön zu wissen, dass man auch ohne Fusion bestehen kann. Das freut mich. So, und wir gewinnen Angstkreischer. Was ist das für eine Karte? Fragezeichen. Es ist die hier. Die benötigen wir nicht, aber bei dem Anblick würde ich auch Angst bekommen. Sieht voll gruselig aus, die Karte. Gut. Weiter geht's. Immer weiter. Ich freue mich schon so auf die Story. Darauf habe ich echt Lust.
Das war keine Ironie, ne? Ich hab da wirklich Lust drauf auf die Story. Aber wenn die Story dann vorbei ist, ist das Projekt leider schon beendet. Leider. Nein, er zerstört unsere Karte. Mist. Aber ich genieße gerade das Projekt und das ist doch cool. Dann machen wir mal. Warte, wir könnten ja auch diese Karte spielen. Das sollte ja reichen. Los, Fluch des Drachen. Zerstöre sein Alligator. Oder war das überhaupt ein Alligator? Ja. Er greift nicht an. Und ja, dann machen wir doch mal den Felsendrachen. Sobald er seinen Rotaugendrachen hat, haben wir ein kleines Problemchen. Außer wir ziehen eine bessere Karte. Mal schauen, was er nun spielt. Er greift nicht an. Da haben wir den Gaia. Und dann nutzen wir die Möglichkeit und machen aus Flut des Drachen und Gaia den mächtigen Drachen-Champion mit 2600 Angriffspunkten. Ist ja ebenfalls ein Drache. In diesem Fall könnten wir uns überlegen, ob wir Berg in unser Deck tun. Aber ich glaube, darüber habe ich schon letzte Folge gesprochen. Und habe da Pro und Contra. Ja, Pro und... Nein, das geht doch nicht! Nein, das geht nicht! Mist! Ja, ich habe Pro und Contra beschrieben, glaube ich, in der letzten Folge dazu. Und zwar ist es einerseits gut, unsere Karten, wie zum Beispiel auch der Drachen-Champion, wird verstärkt. Aber, also werden verstärkt unsere Karten. Aber dennoch ist das so, dass auch die gegnerischen Karten verstärkt werden. Und das kann oftmals nicht so gut sein, denn die Gegner setzen, glaube ich, auch auf Drachen ein. Daher, ja, man kann es zweiseitig sehen. Es hat wirklich zwei Seiten. Und ich glaube, wir entscheiden uns erstmal dafür, Berg erstmal nicht in unser Deck zu tun. Ist, glaube ich, in diesem Sinne erstmal die richtige Entscheidung. Vielleicht gewinnen wir ja nochmal den Meteorbi-Drachen, wer weiß. Aber gut, mit einem bin ich erstmal glücklich, auch wenn ich ihn bisher noch nicht gezogen habe in dieser Folge. Da haben wir nochmal Drachenschatz. Dann nutzen wir das mal, um den Dschungeldrachen zu verstärken. Das ist ja alles möglich. Dann hätte nämlich der Dschungeldrache 2600 Punkte. Das ist doch ganz cool. Sehr viele Punkte. Das gibt Punkte in Flensburg. Nein, das nicht. So, somit hat er nur noch 3250 Lebenspunkte. Ich muss gerade ehrlich gesagt sagen, ich bin ziemlich kaputt. Ich habe heute Rechnungswesen geschrieben. Alter Verwalter. Das ist ja so mit Soll und Haben und ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Aber danach bin ich immer kaputt. Auch nach den Schulstunden. Wenn wir Rechnungswesen haben, bin ich meist danach immer nicht zu gebrauchen, kann man so sagen. Weil es immer so viel und es kommt immer wieder was dazu und die Arbeit, man muss sich halt so mega konzentrieren, weil man immer wieder mit Zahlen arbeitet. Oh, man muss ja mit Zahlen arbeiten. Ja, gut. Aber was soll man tun? Da muss man einfach durch und vielleicht braucht man das später ja auch nochmal. Aber ich denke, man braucht das eher, wenn man selbstständig ist, oder? Oder man kommt irgendwie ja in die richtige Abteilung, wo man das machen muss. Das wäre ja dann
Buchhaltung, irgendwie so in der Richtung, oder? Ja, mein Traum ist es immer noch, was mit Design zu machen irgendwann. So Grafikdesign, das ist so, wäre so mein Traumberuf. Das würde ich noch mal ganz gerne machen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht rutscht man da ja auch irgendwie rein. Mal schauen, mal schauen. Ich mache erstmal meine Ausbildung fertig und dann schaue ich weiter. So, Donnerdrache. Angriff auf sein Monster. Noch ein direkter Angriff. Und noch einer. Kleine Frage an euch. Seid ihr auch in der Ausbildung oder seid ihr schon fertig mit der Ausbildung? Oder geht ihr noch zur Schule? Macht ihr Abitur oder Fachabi? Würde mich mal interessieren. So, los, Gaia! Greift sein Monster an. Dann fehlt nur noch ein direkter Angriff. Und dann heißt es Spiel Satz und Dieg und. Dieg? Sieg meinte ich natürlich. Habe ich gerade Dieg gesagt? Was bedeutet das? Prachtblume. Die benötigen wir nicht. Erstmal. So. Weiter geht's. Konzentrieren. So, wo ist denn unser Meteorbi-Drache? Den haben wir bisher noch gar nicht gezogen und das macht mich traurig. Ich finde diese Karte so toll und ich ziehe sie einfach nicht. Mal schauen, vielleicht gelingt das ja in diesem Duell. Noch immer nicht, nein. Die Karte lässt noch auf sich warten. Aber das sei ihr gegönnt an dieser Stelle. 3500 Angriff. Das ist schon eine stolze Summe. Also, so viel hat ja unser mächtiger Meteorbi-Drache. Unsere Trumpfkarte. Unsere neue Trumpfkarte, so gesehen, war ja sonst immer. Der hier, nein, nicht der Tonkrug. Nämlich der doppelköpfige Donnerdrache. So. Ich denke, das sollte schon genügen. Ich glaube, wir haben das Duell schon gewonnen. So, Angriff. Und das war doch mal ein flottes Duell. Da. Spiel, Satz und Sieg. Quallenfrosch? Was war das nochmal für eine Karte? Fragezeichen. Oh Gott. Okay. Nicht die beste Karte. Benötigen wir auch erstmal nicht. Oh, dreimal der Meteordrache. Ist ja fast so. Stell dir das mal vor, wenn man dreimal den weißen Drachen zieht und am besten noch Fusion dazu, dann denkt jeder, du hast geschummelt. Das wäre doch mal ein Anfang. Oder ziehst am ersten Zug die komplette Exodia. Das glaubt dir niemand. Außer du spielst Yu-Gi-Oh! Habe ich ja auch mal Let's Played. Yu-Gi-Oh! Mir ist der Name gerade entfallen. Power of Chaos. So heißt das Spiel. Denn dort kommt das wohl mal vor, dass Yugi im zweiten Spielzug mal die Exodia hat. Oder ich glaube sogar mal im ersten Spielzug. Aber wenn du so ein echt spielst und deine Karten mischt. Oh, da haben wir ihn. Der Meteorbi-Drache. Den spielen wir natürlich auch.
und dann deine Karten ziehst und hast im ersten Spiel die komplette Exodia. So ein Glück muss man mal haben. Ist das euch mal gelungen? Im ersten Spielzug die komplette Exodia, beziehungsweise besitzt ihr die Exodia, alle Teile. So. Wir haben den Axträuber gewonnen. Eine sehr schöne Karte, die wir allerdings nicht benötigen. So, weiter geht's. Der Jono, der Jono. Nicht zu verwechseln mit YOLO. Der Meteordrache ist wieder da. Ich denke, in diesem Fall machen wir erstmal den Felsendrachen, den wir dann auch in den Verteidigungsmodus setzen. Und er spielt, ich denke, den Rotaugendrachen und zerstört unsere Karte. Nein. Das ist gut. So können wir tatsächlich seinen Rotaugendrachen zerstören. So. Bei dem schwarzen Rotaugendrachen. Das sieht ja so aus, als würde er einen Stein in der Hand halten. Das ist aber nicht so, wenn ihr genau hinguckt. Dann seht ihr, dass dieser Stein, also in Anführungszeichen Stein, sein Knie ist. Ich dachte immer, er hält einen Stein in der Hand, aber so ist es nicht. Hattet ihr das auch? Oder wusstet ihr schon, dass das sein Knie ist oder sein Bein? Immer so, ja, ist ja quasi eine optische Täuschung ein bisschen. Könnte man, glaube ich, so bezeichnen. Gibt es bei euch irgendwie eine Karte, wo ihr immer dachtet, ja, dass da was anderes ist? Also wie jetzt beim Rotaugendrachen. Man denkt, da ist ein Stein, aber da ist wirklich gar kein Stein, sondern das ist was anderes. Also so ein Fall. Hattet ihr schon mal sowas? Auch das würde mich interessieren. Das ist immer so ganz spannend. Hier gibt es ja bestimmt ein paar mehr Fälle. Es gibt ja so viele Yu-Gi-Oh! Karten. Aber es müssen nicht unbedingt Yu-Gi-Oh! Karten sein. Es kann ja auch anderes Thema sein. Da kann das ja auch mal passieren. Dass irgendwas nach etwas aussieht, was es gar nicht ist. Gut, ein Angriff fehlt noch. Dann ist Jono besiegt. So. Angriff. Und noch einmal Angriff. Und dann haben wir dieses Duell gewonnen. Spielsatz und Sieg. Da. Es ist Tomosaurus. Eine sehr spannende Karte. Denn auf dem Bild werden zwei Dinosaurier gezeigt. In der 3D-Animation wird allerdings ein Dinosaurier gezeigt. Ich glaube, bei dieser Karte handelt es sich um den hinteren Dinosaurier. Ich dachte immer, dann erscheinen beide in der 3D-Animation, aber so ist es nicht. Eine sehr spannende Karte, wie ich finde. So, wir können nicht den mächtigen und schmächtigen doppelköpfigen Donnerdrachen machen. Dafür spielen wir aber Gaia und der wird direkt vernichtet vom schwarzen Rotaugendrachen. Das ist aber nicht nett. Und jetzt müssen wir uns was überlegen. Denn das ist alles nicht stark genug. Wir spielen trotzdem mal Gaia und hoffen, dass wir gleich einen Drachen ziehen. Allerdings besitzen wir ja so viele Drachen,
Da mache ich mir gar keine Sorgen eigentlich. Naja, mal schauen. Jetzt. Ja. Verlieren wir ordentlich Punkte. Denke ich. Und zwar genau 1850. Ein satter Schaden. Da ist ein Drache und jetzt jetzt geht's los. Und zwar, ich setze dazu auch nochmal Drachenschatz ein. Warte, habe ich das jetzt nicht getan? Mist. Habe ich vergessen. Oder versehentlich nicht ausgewählt. Oder, ja. Irgendwie so. Irgendwie eine Ausrede. Irgendwie so eine Ausrede natürlich. Dann spielen wir doch den Dschungeldrachen und verstärken ihn. Dann ist er auch stark genug für seine Karten. Den werden wir wohl zerstören können. Jupp, den schwarzen Rotaugendrachen nochmal. Und dann greifen wir nochmal mit dem mächtigen doppelköpfigen Donnerdrachen an. Und schon sind seine Monster vernichtet. Ich denke, das hier ist erstmal das letzte Duell für diese Folge. Und dann geht es in der nächsten Folge dann wieder weiter. Dann wieder gegen Pegasus, in der Hoffnung, dass wir vielleicht die ein oder andere Ausrüstungszauberkarte gewinnen. Das wäre ganz cool. Wenn Megamorph dabei wäre, dann wäre das natürlich optimal. Weil die Karte ist echt mächtig. Plus 1000 ATK, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich viel. Ja, gut. Gut, gut, gut. Hut, hut. Das ist doch ein Pokémon. Hut, hut. Hut, hut. Oder? Oder täusche ich mich da? Oder heißt er anders? Weiß ich an dieser Stelle nicht genau. Ich bin mir unsicher. Pott der Trickser. Das ist doch dieser Flötenspieler mit 1800 Verteidigungspunkten. Da bin ich mir allerdings unsicher. Wir haben die 40 Siege erreicht. Haben jetzt Drachenschatz. Und dann geht es in der nächsten Folge gegen Pegasus weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dann. Erstmal ciao.